So, meine Damen und Herren, willkommen hier zurück zu einem neuen Part, zu einem neuen Project, einem neuen Testprojekt hier auf meinem wunderschönen Kanal. Ein Kriegsspiel von Sniper Elite Force 2. Wir gehen in Einzelplayer, Spieler-Modus und wir gucken mal, was passiert. Wir wollen natürlich ein neues Spiel. Einmal habe ich angefangen und ich sage einfach mal, wir fangen komplett neu an, weil ich nicht mal weiß, wie das Spiel eigentlich richtig funktioniert. Ich würde mal sagen, also nicht das, wenn dann Kadett oder Meisterschütze. Aber ich würde mal sagen, wir sind Kadett und testen das mal. Hitlers unaufhaltsame Kriegsmaschinerie war nun auf dem Rückzug. Die Alliierten im Westen und Russland im Osten nahmen die Überbleibsel des Reiches in die Zange. Die letzte Hoffnung Deutschlands, seine Wunderwaffen. Die V2-Rakete, ein Riesenschritt in der Geschichte der Militärwaffen. Sie kündigte eine neue Art der Kriegsführung an. Unmenschlich und schneller als der Schall schlug sie ohne Vorwarnung. Auf Antwerpen, Paris und London. Nach der Landung in der Normandie wurden seine Raketensilos überrannt und die Raketen konnten England nicht mehr erreichen. Die Alliierten dachten jedoch schon an die Zukunft, den nächsten Krieg. Die Amerikaner versammelten die besten Raketenwissenschaftler Deutschlands in der geheimen Operation Overcast. Viele der Architekten des V2-Programms waren schon rekrutiert, aber nicht alle. Berlin war umzingelt. Die endgültige Niederlage nur Tage entfernt. Die noch in der Stadt verbleibenden Wissenschaftler würden bald in die Hände der Russen fallen. Meine Aufgabe war, das zu verhindern. General Major Hans von Eisenberg verhandelte heimlich für eine sichere Passage für sein Team. 5 der Top-Männer des V2-Programms. Er traf seinen russischen Kontaktagenten am Brandenburger Tor. Das war meine Chance, ihn auszuschalten, bevor er seine Aufgabe vollbringen konnte. Ich war bereit, konzentriert, zuversichtlich. Ich wusste noch nicht, dass dies die schwierigste Mission aller Zeiten für mich werden würde. So, mit einem wunderschönen Intro und Prolog und alles Mögliche fangen wir mal an. Okay. B. Suche die Gebäuderuine. Ja, welche Ruine jetzt von den vielen hier? Ich würde mal sagen, hier ist nichts mehr. Weil ich sehe hier niemanden. Nice, okay. Bewege dich zum Gebäude. Okay, ich habe schon mal Docken gefunden. Okay, jetzt nehmen wir alles gleichzeitig mit. Wir müssen erstmal uns erstmal in das Spiel rein versetzen, erstmal spielen können. So, platziere eine Stoppermine, um die Flucht später leichter zu machen. Okay, das heißt Z und X, Landminen Stolper, okay. Okay, ich glaube mal, das ist schon gut so. Platziere eine Stoppermine. Habe ich das falsch gemacht? Jetzt habe ich echt eine einfache Sache falsch gemacht. Weil es nicht ganz Gebiet war oder was? Ah. Erreiche das Gebiet gegenüber. Ah, C's hocken. Bleib in der Hocke, deinem... Okay.
Ah, da ist ja jemand. Gucken, gucken, gucken. Es ist hier keiner. Das ist okay. Aber man muss sagen... Eine Frau aus Berlin rausgekommen? Ich weiß es nicht. Nicht wesentliche Kommunikationen sind verboten. Wenigstens keine schlechten Nachrichten, oder? Keine Nachrichten. Das ist alles. Ich will nicht daran denken. Was war das? Vielleicht aus Socke rausgehen. Wäre, glaube ich, nicht schlecht gewesen. Begib dich zum Hof nach vorne, wenn du mir nur obst. Aha. Ah. Dann zähle ich viel. Ja. Hm. Leute. So, warte mal. Ich glaube, jetzt geht's doch langsam mal was mit Schießen los, oder? Gehen da Objekte um... Pistolos, okay. Das war ein Kopfschuss? Okay, da war's, das ist ein Kopfschuss. Benutze Landminen. Warum soll ich jetzt hier eine Landmine benutzen? Okay, wir benutzen einfach mal eine Landmine hier hin. Achso, wir sollen nicht hochgehen. Ja, ich habe was falsch gemacht. Ich drücke gerade F. Auch nicht schlecht. Ich drücke F. Von Eisenberg war pünktlich und verbarg sein hässliches Gesicht nicht. Sein russischer Kontakt auch nicht. Ich hatte einen klaren Schuss, der geringste Druck auf den Abzug und gute Nacht, General Major. Nun musste ich den richtigen Moment wählen. Der Hof war von Mauern umgeben. Der Wind war also kein Problem. Ich atmete kontrolliert, stabilisierte mein Zielen. Dann... Feuer. Damn. Komm, komm, Headshots. Gib's ihn in your face. Das ist das Geile an Sniper. Ja, was ist das hier, was ich jetzt machen muss? Ja, der nächste. Heilige Macaroni. Aus der Ferne noch nicht mal mit ranzoomen. Ah, ja, alles klar. Was ist jetzt? Als ob ich den getroffen habe. Als ob ich den treffe. Ei. Ah. Von hinten. Von hinten, wodurch? Oh, das ganze Back zertrümmert.
Das sieht aus, als ob das eigentlich alles war. Ach, da runter sollte ich. Ich glaube, dann nehmen wir uns mal die 2 vor. Mann am Boden. Ah, ich glaube mal, die Sniper ist doch besser. Sniper ist doch nicht schlecht. So, kurz aus der Deckung gehen und runter geht's. Nehmen wir mal meine geliebte Thompson. Das ist ja wirklich meine Lieblingswaffe. So von allen Kriegswaffen oder sonst was ist die Thompson meine allerliebste Waffe. Alles klar. Alles klar, ich weiß nicht mehr, wo meine Landmine war. Ich weiß nicht mehr, wo meine Landmine war. Ach, darüber soll ich. Sag's mir doch einer, ich wollte die Landmine jetzt gerade zerstören. Oh, das war ein ganz anderes Ziel, was ich eigentlich machen wollte, aber... Hä, wo schießt sie hin? Alles klar, alles klar, alles klar, Leute. Da war nicht mal so... Mach das mal mit diesem Part. Wir starten mal vom nächsten Kontrollpunkt gleich. Wenn euch euer Part gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Gebt ein Abo, wer es noch nicht gemacht hat. Und ich würde freuen, wenn wir hier weiterspielen. Ich habe auch noch Sniper Elite, irgendwas noch. Können wir auch noch spielen. Jetzt werden wir das probieren. Und dann, bis zum nächsten Mal, sagt euer Männerswort. Ciao, ciao.